Okay, Freunde, ihr könnt im Hintergrund sehen, was rausgekommen ist. Ich war so gehypt und habe schon letzte Woche gehofft, dass dieses Food Birthday Team rauskommt. Jetzt ist es aber wirklich soweit und ich bin gehypt und dazu habe ich jetzt ein richtig cooles Video für euch mitgebracht. Und zwar mache ich heute mal wieder nach langer Zeit eine Real-Life Foodruff Challenge in Kooperation mit David. Die letzten davon habt ihr alle übertrieben gefällt, übertrieben geklickt, übertrieben geliked. Das heißt, ich habe gewusst, ich muss das mal wieder bringen und das passt jetzt perfekt zum neuen Event von EA. David und ich, wir haben uns natürlich auch nicht lumpen lassen und haben für euch wieder ein Gewinnspiel mitgebracht. Ihr könnt wieder zwei richtig geile Schuhe gewinnen. Und zwar gibt es einmal den Schuh von Neymar zu gewinnen und einmal den Schuh von Messi zu gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur ein Like da lassen, Abonnent meines Kanals sein, in die Kommentare bei mir schreiben, welchen Schuh ihr haben wollt, den Messi-Schuh, den Neymar-Schuh und eure Schuhgröße. Aber noch viel wichtiger ist, dass ihr jetzt auch Davids Video abcheckt. Der hat dazu nämlich ein Review hochgeladen zu den beiden Schuhen. Ihn könnt ihr natürlich auch abonnieren und dann bei ihm noch kommentieren, was eure Lieblingsstelle aus dem Video war und warum genau ihr diesen Schuh gewinnen wollt. Und wenn ihr das alles gemacht habt, macht ihr kostenlos beim Gewinnspiel mit, Leute. Ihr müsst nur Abonnent sein, liken und halt aktiv sein. So ein Ding ist das. Ich glaube, ihr habt im Hintergrund das Bild und den Clip gesehen. Die Schuhe sind heftig, Alter. Ihr könnt die kostenlos gewinnen. Wir starten ins Foodruff mit einer Real-Life-Fußball-Challenge in Kooperation. Ey, das macht mir immer so heftig Bock. Und ich glaube, dass ich hier wirklich wieder die 3-4-2-1 mitnehme. Oder die 4-3-3. Oh, 4-3-3-Offensiv ist auch schon böse. Ich will das Drop vielleicht mal wieder spielen, weil ich mir auch wieder ein bisschen einspielen will. Das heißt, ich nehme, glaube ich, heute mal die 4-3-3-Offensive-Formation mit. Die Captain-Auswahl. Es geht los und wir haben... Ohuhuhu. Direkt zwei Icons am Start und die dürfen wir jetzt nicht frei auswählen. Für alle, die das Prinzip nicht kennen, ihr werdet schon checken. Wir gucken uns den ersten Clip von David an. Und damit sind wir auch beim ersten Clip angekommen. David hat sich die Bälle hinten beim 16er aufgestellt. Der erste war drin, der zweite nicht, der dritte auch nicht, der vierte aber und der fünfte war auch drin mit dem Torwart. Digga, da waren schon stabile Schüsse dabei. Nummer 1, 4 und 5 dürfen wir nehmen. Das heißt, ich werde das Litmanen mitnehmen. Und wir dürfen dann jeweils für die ganze Mittelfeldreihe den ersten, den vierten und fünften Spieler auf der Seite mitnehmen, Leute. Das ist die Challenge. Ich hätte hier am liebsten Eusebio mit... Oha! Vor allem wäre Eusebio noch ins ZM gegangen. Das heißt, ich hätte noch den Stürmer, den rechten Flügel und den linken Flügel. Junge, das wäre komplett verrückt. Darf ich aber leider nicht mitnehmen. Das ist die Challenge, Leute. Trotzdem ist es ein Icon geworden. Das freut mich. Wir wollen hier aber natürlich heute noch ein paar Food-Geburtstagskarten bekommen. Das wäre übertrieben heftig. Wir machen die Mittelreihe. Oh! Vieira! Vieira! Und das ist nicht mal diese chillige Vieira-Karte. Das ist die Prime-Icon-Moment. Vieira-Karte. Und die dürfen wir mitnehmen. Junge, was geht denn hier ab, Alter? Das ist ja richtig brutal. Digga! Zweiter Icon, zweiter Spieler. Das könnte wieder mein Rekord werden. Ich habe, glaube ich, letzte Woche gesehen, habe ich schon mal einen Foodruff hochgeladen und habe da 5 oder sogar 6 Icons bekommen. Ich weiß gar nicht mehr. Waren es 5 oder 6? Schreibt sie mal in die Kommentare. Ich weiß gerade gar nicht. Aber Vieira, Digga, normal werde ich den mitnehmen. Da werde ich gar nicht lange überlegen. Zweite Icon ist am Start. Vielleicht jetzt schon die dritte. Wenn ich jetzt die dritte bekomme, ne? Dann würde ich hier komplett... Und ich darf ihn nicht nehmen. 3 Spieler. 3 Icons. Das gab es noch nie. Das gab es noch nie auf dem Kanal von Wakes. Und dann kommt dazu, dass ich ihm... Ich glaube, wenn ich jetzt gerade weitermachen würde, würde ich einen Draft mit 11 Icons bauen. So ein Rekord wäre das dann hier. Schwierig. Junge, ich darf ihn einfach nicht mitnehmen. Ich darf Verratti, Thiago oder Modric nehmen. Oh, Digga. Oh, was mache ich denn jetzt, Mann? Ich muss Modric nehmen. Er hat das höchste Rating. Junge, wir bauen nur so ein krasses Draft. Leider darf ich nicht Lampard mitnehmen. Oh, no, Freunde. Es geht zum Stürmer. Ne, wir suchen erstmal unseren linken Flügelspieler und dann gucken wir uns auch schon gleich die nächste Challenge an. Mal gucken. Okay, hier wäre keine Icon gekommen. Hier wird es mal ein bisschen chilliger. Hier kann ich jetzt mal durchatmen. Wir kommen zur zweiten Challenge. Ich hoffe, David haut was Freshes raus, dass wir schön viele Kartentypen mitnehmen können im Sturm. Mal gucken, was da geht. Bei der zweiten Challenge angekommen. Er hält den Ball hoch. Was passiert hier jetzt? Ein schöner Skill-Move. Okay, den muss er jetzt 5-mal schaffen. Den ersten hat er geschafft. Das heißt, Nummer 1 ist für uns gesaved. Nummer 2 ist für uns auch gesaved. Digga, Leute, der Skill-Move, der hat schon in sich. Oh, knapp. Nummer 3 ist auch geschafft. Geil, Alter. 3 Spieler schon mal, die ich safe mitnehmen darf. Nein. Oh, 4. Letzter Versuch. Streng dich an. Die 5 musst du auch safen. Dann haben wir freie Auswahl. Auf der Striker-Position. Nice, Digga. Erfreut, ihr könnt sehen. Easy peasy. Okay, wir haben freie Auswahl bei den ganzen Stürmern. Das ist geil. Nur die Scheiße ist, dass wir jetzt hier keinen heftigen dabei haben. Außer Neymar, von dem ich auch den Schuh verlose zusammen mit David. Das heißt, ich glaube deswegen sollte ich den schon mitnehmen. Vor allem, weil Modric hier eh keinen Link bekommt, weil niemand aus der La Liga hier kommt.
Deswegen, aber so ein Premier League-Spieler schon nicer, glaube ich. Egal, wir nehmen jetzt Neymar mit, einfach aus dem Grund, weil ich den Schuh von Neymar auch verlose. Oder den Schuh von Messi natürlich. Ihr könnt den frei aussuchen und nicht vergessen, eure Schuhgröße zu schreiben, weil sonst können wir euch nicht den richtigen Schuh schicken. Nice. Stürmer. Let's go, Alter. Come on. Wir brauchen hier ein... Oha! Was ist das denn, Alter? Die neue Karte von Cristiano Ronaldo. Okay, so neu ist die gar nicht mehr. Ich habe bis jetzt keine Geburtstagskarte bekommen. Das nervt mich gerade ein bisschen, weil das hier so eine Geburtstags-Edition sein soll. Aber nein, wir kriegen 96er Cristiano Ronaldo. Dann kann ich das jetzt gleich so machen, dass ich Modric in die Mitte stelle. Digga, das wird perfekt linken, ne? Das wird dieses verrückte linken. Guckt euch das mal an. So ich ging gerade davon aus, dass Ronaldo noch bei Real Madrid spielt. Leute, was ist denn in meinem Kopf schief gelaufen, Alter? Das bringt natürlich gar nichts. Schwierig. Da war ja komplett der Wakes lost. So, egal, rechter Flügel, das vergessen wir mal wieder ganz schnell. Wir gehen zum rechten Flügel und hoffen hier auf Messi. Nein. Lozano, Adama. Ja, da ist Lozano schon der Beste, ne? Aber Adama ist hier noch aus der Premier League. Oh, das ist jetzt schwierig, wie ich das jetzt so machen soll. Ja, ich nehme Adama mit. Scheiß auf Lozano, ist jetzt auch nicht so krasser Unterschied. 75 zu 83. Jetzt kommen die Verteidiger und dann kommt auch schon die nächste Challenge gleich. Leute, das muss jetzt nochmal krank werden. Come on, linker Verteidiger. Ja, moin. Muss groß. Wir gucken uns die nächste Challenge an. So, David hat mir auch erzählt, dass er einen kleinen Zusammenschnitt hat. Und ich glaube, der kommt jetzt. Der hat extra sich Mühe gegeben für uns hier. Boom, Alter. Der Winkelgang hat gar nicht gesehen. Jo, Digga. Die 1 ist reingegangen. Man sieht, glaube ich, aber auch, dass das Uncut ist. Nee, sieht man nicht. Aber er meinte, das sind wirklich 5 Schüsse. Guck, der geht an die Latte, der zweite. Zack. Numero 1 war drin. Numero 2 nicht. Aber Numero 3 eventuell. Da kriegt er den Ball zugepasst. Nimmt sich den mit. Komm, David. Wir brauchen geile Spieler, Alter. Enttäusch mich nicht. Enttäusch mich hier nicht. Lehne mich jetzt zurück und gönn mir. 3. Papp. Digga. War das Knuckleball oder was? Ah. Leicht genackelt hat der, glaube ich, schon. 3. Okay, 1 und 3 haben wir schon mal. 4. Auch. Junge, Digga. Der Torwart ist ja richtige Lusche. Spaß. Grüße gehen raus an den Torwart. Digga, ich bin die größte Lusche im Tor. Pap! Zweimal Latte und 3 rein, oder was? Oder war das gerade der 5? Ich muss mir das gleich nochmal selbst angucken. Ich habe gerade gar nicht richtig mitgezählt. Aber ich glaube, das war der 5. 1, 3 und 4 waren drin, glaube ich. Nice, Alter. Okay, das könnte jetzt ein Handicap sein. Wir dürfen nur den 1., den 3. und den 4. Spieler jeweils mitnehmen. Auf den Verteidigerpositionen. Kolasinac ist schon das Schlauste. Premier League. Egal, komm. Bitte, 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 bitte. Ja! Natürlich nicht. Wir haben hier eine Karnibalkarte. Wir haben hier einen Sanchez, einen Marquinhos. Oh, Junge, Digga, was ist das denn, Alter? Ja, okay, Sanchez, der passt halt wenigstens hier ein bisschen zu Kolasinac. Digga, was ist das, Alter? Ich will eine Geburtstagskarte haben. Come on, ey, was macht ihr hier mit mir? Jetzt muss es nochmal abgehen. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Jetzt eine Geburtstagskarte. Ich weiß gar nicht, welche Verteidiger es gibt. Das könnte gut werden. Karnibalkarten sind da. Bonucci, Evry. Ja, nur Calcio A-Spieler, die ich hier nehmen darf. Und den Alderweireld darf ich leider nicht mitnehmen, auch wenn er uns einen grünen Stronglink geben würde. Ey, lange nicht so viel Pech gehabt. Aber das ist die Challenge, Freunde. Digga, das ist ja schon krank hier, was hier passiert. Come on, rechter Verteidiger. Okay, okay, okay. Abate bringt uns 76 Chemie. Der bringt uns 70 Chemie. Abate ist Non-Rare, das ist ein Inform. Wollen wir auf Chemie gehen oder auf Rating? Wir kommen mit beiden eh aufs gleiche Rating. Deal! Und jetzt gehen wir noch zum Torwart und zum Manager und dafür haben wir noch eine weitere Challenge. Und die wird auch nochmal richtig nice. Wir suchen unseren Torwart nochmal kurz aus. Komm schon! Oh, De Gea! Boah! Okay. Okay. Ich hoffe, obwohl so ein Donnarumma die 5... 5 wäre auch brutal, dann hätten wir eine 90er Bewertung und schon 83er Chemie. Okay, die letzte Challenge des Videos. David gönnt sich die Bälle. Hält den Ball erstmal ein bisschen hoch. Komm, Digga. Was hast du vor? Tschüss. Digga, das bockt ja richtig. Der Platz sieht auch wieder mächtig aus. Aber den zweiten hat er verfehlt. Come on, Digga. Den dritten musst du, das ist De Gea. Wenn du jetzt nicht den vierten oder fünften, den fünften, ne?
Nein, den vierten hat er getroffen, aber jetzt den fünften wahrscheinlich nicht. Hör auf. Nein! Ey, bei der Manager-Auswahl und Torwart-Auswahl dürfen wir jeweils nur den ersten und den vierten nehmen. 92er Rating, Alter. Wenigstens den zweitbesten vom Rating her bekommen. Aber, Digga, so ein Donnarumma hätte mir viel mehr getaugt. Und der letzte, dann fülle ich den Rest auf. Wäre gewesen, noch eine Icon. 98er Prime Icon Moment Maradona. Lasst einen Daumen hoch da. Ihr wisst Bescheid, macht beim Gewinnspiel mit. Verpasst das nicht, ist kostenlos. Und wir suchen noch unseren Manager aus. Delafon kriegen wir hier. Oder Jürgen Klopp. Nimm mir mal den Klopp mit, Alter. Feier ich übertrieben. Heftiger Trainer. Wenn man so einen Trainer hat, dann kann man, glaube ich, glücklich sein wie Klopp. Und das sind die Top-Spieler meines Teams. Cristiano Ronaldo, Maradona und Jan Sommer. 164er Rating. Ich glaube, so einen Rekord habe ich noch nie aufgestellt.